Guten Morgen, ihr Lieben. Ja, schön, dass ihr wieder hier seid und bei mir seid. Wir starten wieder in die Tagesenergie und schauen mal, was der Tag heute so mit sich bringt. Und ja, denkt dran, das ist ein allgemeines Reading. Ich spreche immer aus der Sicht einer Frau, die auf einen Mann schaut. Und heute ist immer genau dann, wann du dieses Reading findest. So, Dille. Schauen wir mal, Hauptenergie für heute. Wollen irgendwie nicht. Oh, wir haben die 10 der Schwerter und die 3 der Münzen. Tatsächlich, im Unterdeck habe ich hier den Ritter der Münzen. Ja, was kommt mir hier rein? Tatsächlich irgendwie, dass es hier einen finanziellen Verlust geben könnte am heutigen Tag. Auch kommt mir irgendwie sowas so vor, als ob irgendwas sich nicht so weiterentwickelt. Ne? Es geht hier um etwas, was vielleicht sehr langsam geht. Uns zeigen das gleich noch die Lenny-Karten, was da noch wirklich mit auf sich hat. Weil erstmal kommt mir wirklich so rein, etwas entwickelt sich nicht weiter, etwas ist zu Ende gegangen. Ja, es kann aber auch wirklich sein, dass es hier Ende von diesem langsamen Weiterentwickeln geht, sondern dass jetzt etwas ratzfatz geht. Ja, also das ist so irgendwie das, was mir reinkommt. Deswegen bin ich gespannt, was gleich die Lenny-Karten sagen. Grundsätzlich ist es so, dass ich hier das Gefühl habe, eventuell auch ein finanzieller Verlust. Das kommt mir tatsächlich auch rein. Es könnte auch sein, dass du hier, da musst du ein bisschen aufpassen, dass heute irgendjemand versucht, dich finanziell zu betrügen. Ja, also das haben wir hier auch. Da können so Nachrichten reinkommen, die so Spam sind, ne? Also wo man dich nach Geld anbittelt oder bettelt, ne? Und da solltest du so ein bisschen aufpassen. Auch kann es sein, dass du heute irgendwie den Tag über ein bisschen dir viele Sorgen machst, so ein bisschen auch, irgendwie kaputt bist, ja, dein Kreuz. Also ich habe hier Kreuzprobleme drin. Ich habe also wirklich, dass du aufstehst und denkst, Halleluja, eingeklemmter Nerv, ja, Ischias-Problematik, sowas kriege ich hier tatsächlich heute rein, also starke Körperthemen. Und da bist du vielleicht auch ein Stück weit genervt von, weil sich das Ganze nur langsam, aber stetig verbessert. Das könnte heute auf jeden Fall auch noch eine Rolle spielen. Wir schauen jetzt aber mal weiter mit den Lenny-Karten. Was wird denn heute noch wichtig? Okay, hier haben wir die Wolken. Dann haben wir den Klee. Dann haben wir die Fische und den Mond. Ja, es sind Sorgen, ne? Es sind Sorgen, Ängste und ein Mangel, der sich hier wirklich auflöst. Also tatsächlich habe ich hier jetzt die Klärung darauf, dass es darum geht, dass sich eine Undurchsichtigkeit oder etwas, was sich eben wirklich langsam weiterentwickelt hat, in die Auflösung geht. Ja, auch seelische Probleme sehe ich hier, die könnten so ein bisschen noch den Tag über dich begleiten, sind aber schon dabei, sich eben aufzulösen, ja. Grundsätzlich kann es hier wirklich auch seelische Konflikte sein, die du selber mit dir hast, wirklich schwierige Gedanken, weil etwas sich irgendwie nicht weiterentwickelt. Es kann hier sein auch, dass eine Nachricht reinkommt, zum Beispiel ein Abschluss, ja, zum Beispiel eine Abschlussrechnung. Du machst dir Gedanken darüber, es kann um eine Nachzahlung gehen oder sowas, was dich heute wirklich so ein bisschen niederdrückt, ja. Und wir haben hier aber das kleine Glück mit dran. Das heißt also, ich habe das Gefühl, dass die Dinge sich ins Positive verändern, ja, und dass du hier wirklich auch eine gewisse Stabilität behältst, ja, auch wenn da vielleicht eine erhöhte Nachzahlung reinkommt. Du wirst es aber irgendwie wuppen können, ja. Also das kommt mir jetzt so als erstes rein. Auch kann es sein, dass sich wirklich irgendwie sowas, was für dich total unklar war, jetzt auflöst. Ein Mangel, der sich auflöst, ja. Und Gefühle werden wieder besser, kommen wieder in die Stabilität. Du merkst auch, wie du ganz, ganz langsam vielleicht wirklich Körperthemen überwindest. Ja, Körperthemen, die auch auf die Seele gedrückt haben, weil es dir nicht gut ging, können jetzt wieder überwunden werden. Langsam, aber stetig, ja. Also das heißt, so eine dezente Tickelverbesserung wirst du heute schon wahrnehmen, aber grundsätzlich haben wir trotzdem mit den 10 der Schwertern eben diese Energie von es ist schwergängig, ne? Du kommst vielleicht schwer raus, wie gesagt, vielleicht schießt es dir auch wirklich in den Rücken, das habe ich hier definitiv mit drin
Und du kannst vielleicht auch gerade am Anfang des Tages nicht so ganz die positiven Veränderungen sehen. Ja? Also das ist das, was ich hier drin habe. Wir schauen mal weiter. Die Sorgen werden hier weggefressen, ne, mit den Mäusen. Also hier kommt wirklich eine Klarheit rein. Hier kommt auch irgendwie etwas, was zu Ende gegangen ist. Es kann auch sein, dass sich jemand wieder meldet. Ja, ganz langsam, ganz stetig ist jemand, der nicht aus dem Quark kommt. Stier, Steinbock, Jungfrau vom Sternzeichen haben wir hier. Und dieser Mensch könnte sich hier auch wieder bei dir melden. Ja, und es geht darum, dass man hier sozusagen Sorgen hinter sich lassen möchte und das Glück wieder spüren möchte. Wir haben hier die Weisheit und das Ahnenthema. Eigentlich weißt du das auch, aber deine Gedanken könnten dir wirklich ordentlich, gehörig einen Strich durch die Rechnung machen, weil du vielleicht auch so ein bisschen gerade am Anfang des Tages so in dieser negativen Energie bist. Ja, das löst sich aber Step by Step über den Tag auf. Das haben wir hier ganz klar mit drin. Grundsätzlich hast du ja auch einen Ahnenschutz, das heißt, du bekommst ja auch Botschaften, ja. Es kann auch wirklich sein, dass du einfach komplett beschissen geschlafen hast und du stehst auf und du denkst, ja, mir tut alles weh, ja. Oder du stehst auf und denkst, Alter, der Tag fängt einfach schon scheiße an. Entwickelt sich aber tatsächlich zum Positiven, ja. Ja, hier haben wir das Lernen. Es kann auch sein, dass du überfordert bist, ne? Dass du gerade viel lernst, dass du dich hier auch weiterentwickelst oder eine Fortbildung oder irgendwas steht an. Oder du möchtest etwas tatsächlich auch nicht machen. Du machst dir Gedanken darüber, es macht dir Sorgen, ja. Und es ist aber beruflich wichtig für deine Weiterentwicklung. Du musst es machen, beruflich gesehen, ja. Und da ist auch so eine gewisse Sorge, ob du das schaffst oder nicht schaffst, ja. Und da kann ich dir sagen, du wirst es aber schaffen, ja. Das haben wir hier auch mit drin. Auch kann es sein, dass du viel zu viel analysierst über den Tag, ja. Also das habe ich auch. So ein bisschen eine Überanalysierung, die dich aber noch 0,0 weiterbringt, sondern eher ins Gegenteil immer mehr in diese, ja, negative Energie drückt, ja, und das solltest du, deswegen sage ich das wahrscheinlich auch, deswegen davon solltest du dich wirklich nicht irritieren lassen, ja, bleib wirklich bei dir, bleib in deiner Mitte, es ist alles safe, ja, und hier zeigt sich eben doch schon an, dass die Sorgen weniger werden, auch gerade was finanzielle Themen betrifft, ja, ich habe hier ganz stark die Finanzen drin oder eben auch gefühlt deine Sicherheit, ja, die dir hier flöten gegangen ist. Ja, wir haben hier das Zusammenhalten und das Festhalten und die neuen Möglichkeiten, der Aufbruch und der Abschluss. Ja, der Abschluss liegt hier doppelt drin. Also es geht hier wirklich darum, für einige schließt du tatsächlich auch ein Kapitel ab, ja, was dir lange Sorgen bereitet hat. Ich habe ja auch das Gefühl, tatsächlich für die einen oder anderen endet jetzt eine Fortbildung, eine Weiterbildung, ja. Und du hast hier jetzt, kommst jetzt wieder in ruhigere Gewässer, ja, und vielleicht hattest du da auch sogar Zusatzkosten oder eben es ist wirklich auch eine Nachzahlung, ja, und du hast hier aber jemand, der dir hier Unterstützung bietet, jemand, der dir hier auch eine Lösung anbietet, ja. Es kann sogar auch ein Ratenvertrag sein, der mir hier einfach reinkommt, dass du etwas in Raten zum Beispiel abzahlen kannst und dadurch hast du die Sorgen nicht mehr, ja. Das habe ich hier auch. Ja, und auf die Liebe bezogen ist es so, dass hier wirklich sich jemand meldet, mit dem es eben ein Ende gab, wo kein Fortschritt mehr möglich war, wo irgendwie die Dinge auch, ja, totgelaufen waren, ja, wo nichts mehr passiert ist und da kommt eine Meldung, da kommt irgendwie ein Angebot auf dich rein, auch das könnte sein. Dieses Angebot solltest du tatsächlich gut prüfen, ja, ich sehe auch, dass du dir hier Gedanken machst, du kannst etwas aber auch nicht so ganz klar einschätzen. Schau da einfach, ne, wie verhält sich dieser Mensch, was sagt dieser Mensch und passt das zusammen, ne, weil ich sehe hier schon, dass jemand hier an dir festhalten möchte und jemand auch wieder zu dir finden möchte, ja, also der Friedensschlüssel kommt geflogen, sozusagen. Okay. Auch wenn es nicht so aussieht, aber die Sorgen verschwinden, ja, oder werden auf jeden Fall so gering, dass du wieder das Glück oder, ja, dass du wieder glücklich bist, ja.
Erleichterung haben wir hier. Vertrauenswürdige Führung. Du hast eine wundervolle Idee als Antwort auf deine Gebete erhalten. Diese Idee ist real und vertrauenswürdig. Du kannst unbesorgt weitergehen in dem Wissen, dass wir bei jedem Schritt deines Weges an deiner Seite sind. Bitte uns um unsere Unterstützung für alles, was du hinsichtlich dieser Idee benötigst und sei offen dafür, unsere Hilfe zu empfangen. Also du bekommst wirklich hier Unterstützung, ja, du bekommst hier wirklich vom Universum Unterstützung in einer Angelegenheit, wo du auch um Hilfe gebeten hast. Du bekommst Botschaften über Zahlen, über Tiere, über deine Träume auch, ne? Es könnte auch sein, dass du hier irgendetwas tatsächlich mit Fische, mit Aquarium, mit Wasser träumst die Nacht. Oder du hast davon geträumt, ja, das wäre hier auf jeden Fall auch noch eine Botschaft. Oder dass du wirklich irgendwie am Meer bist, ja. Also das Wasser in deinen Träumen könnte eine Rolle spielen. Da kannst du auch mal bei der Traumdeutung gucken. Und ich habe hier auch tatsächlich die Vergebung, die jemand ehrlich meint. Ja, also hier haben wir noch das Thema Vergebung mit drin und das ist vertrauenswürdig. Also hier möchte jemand sich wirklich ehrlich bei dir entschuldigen und jemand möchte hier was, ja, sozusagen dir anbieten, ja. Was das jetzt genau ist, das kann ich dir nicht sagen, weil das würde jetzt zu tief gehen für die Tagesenergie. Aber du kannst dir dieses Angebot ruhig anhören. Wie gesagt, bei Finanzen seid ihr ein bisschen vorsichtig, da habe ich eher den Betrug auch drin, ja. Und es kann sein, dass dir das in der Vergangenheit eben schon mal passiert ist. Wenn du da ein komisches Bauchgefühl hast, dann höre da auf jeden Fall drauf, das ist ganz, ganz wichtig. Aber ansonsten haben wir hier eher die vertrauenswürdigen Gespräche, ne? Es kann auch sein, dass du mit einem Arbeitskollegen besprichst etwas und Sorgen können sich da auflösen, weil dein Arbeitskollege vielleicht auch Informationen hat, die du überhaupt nicht hast, ja, die dann aber zu dir kommen. Sowas haben wir hier auch. Generell auch etwas, wo du keine Durchsicht hattest, ja, wo du keine Klarsicht hattest, löst sich auf und du bekommst eine Klarsicht. Das ist auch dieses Ende von Undurchsichtigkeit, Ende von wirklich diesen Sorgen, die du hier hast, ja. Das Bild hat sich jetzt nochmal abgerundet. Und wie ihr wisst, manchmal verändern sich die Kartenbilder im Laufe, umso mehr Karten wir legen, umso mehr Botschaften bekommen wir und somit kann sich auch eine Situation ändern, ja. Und das sehe ich hier eben, ne? Dass es hier wirklich darum geht, dass Sorgen sich hier auflösen oder verbessern. Schütze haben wir hier vom Sternzeichen, dann haben wir hier Steinbock, dann haben wir hier Löwe, dann haben wir Jungfrau und den Wassermann. Und im Unterdeck habe ich hier den Stier. Also für diese Sternzeichen kann es wirklich wichtig sein, aber auch wenn dein Sternzeichen nicht gefallen ist, kann das dein Reading sein. Ja, die Sternzeichen können passen, ihr Leben, sie müssen passen. Auch könnte ein verlorenes Paket oder irgendwie wartest du vielleicht auch schon länger drauf, ja, könnte jetzt endlich bei dir ankommen, das kriege ich ja auch rein, dass dir etwas geliefert wird nach langer Zeit, ja. Es kann aber auch sein, dass irgendwas ankommt und du dir denkst, soll ich das wirklich behalten oder ist das richtig so, ja, vielleicht hat das irgendwie eine Macke und du überlegst hin und her, ja, und vielleicht ist es da wirklich die bessere Entscheidung, falls du da wirklich was feststellst, dass irgendwas nicht richtig funktioniert oder dass es nicht zu deiner vollkommenen Zufriedenheit ist, das hier dann zu reklamieren, ja. Wir haben hier die Zahl 8, das ist heile die Wunden. Der Skorpion haben wir hier noch und es geht hier wirklich um die Heilung, ne? Auch mit dem Löwenzahn. Der Löwenzahn steht auch für was entzündet war, heilt, ja, und ich habe hier auch für alle, die eben mit entzündlichen Geschichten zu tun haben, dass hier eine langsame Heilung passiert, ja, und du siehst die ersten Schritte quasi jetzt heute schon, ja, das heißt, vielleicht hast du eine Operation gehabt und deine Wundheilung war nicht so super, du wirst sehen, spätestens heute Abend merkst du, oh, da hat sich was verbessert, da hat sich was getan, ja, aber auch in allen anderen Aspekten haben wir hier einfach die Heilungsenergie mit drin, ja, und diese 10 der Schwerter, das war was sehr Anstrengendes in deinem Leben, was jetzt wirklich in die Auflösung geht. Falls es dir in den Rücken fährt, dann habe ich hier auch, es könnte wirklich sein, dass du da was einnehmen darfst, ja, oder dass du eben dir hier ja, irgendwas holen darfst vom Arzt, ja, dass es dir besser geht, Schmerztabletten oder wie auch immer, kann auch eine Spritze sein und dann merkst du schon, okay, es wird relativ zügig besser, ja.
Wir haben hier die 89 und die 98. Vielleicht sind das Zahlen, die dir etwas sagen, ja, auch Doppel 8, Doppel 9. Und die 9 ist die höchste einstellige Zahl. Das heißt, hier endet etwas, ja, und hier kommt ein neuer Sinn rein. Und dieses alte Kapitel, was hier vielleicht auch bei dir noch zu bearbeiten war, das ist auch so, dass ich das Gefühl habe, das schließt du jetzt Step by Step einfach ab. Das könnte etwas sein, was in der Vergangenheit liegt, ja, wo du jetzt auch von loslässt, ja, was zu Ende geht. So, und hier haben wir noch die Bestätigung, den Dienstag, das ist ja heute, und wir haben hier die Zahl 38 und 39, 93 und 83, vielleicht sind das auch Zahlen, die dir auch noch etwas sagen. Die 983 könnte in deiner Telefonnummer vorkommen, die 983 könnte in deiner Postleitzahl mit drin sein oder auch die Doppel 3 könnte für dich wichtig sein. Ja, das ist auch die gute Chance, die hier reinkommt. Und wir haben hier die 3 der Münzen. Vielleicht schwankst du auch über, oder was heißt schwankst, du denkst über eine Fortbildung nach, ja, auch das könnte sein, dass das ein Angebot ist und du bist dir nicht sicher, dass du das machen möchtest. Es kann aber wirklich sein, dass es hier eine gute Chance für dich ist, wenn du dich dahingehend weiterentwickelst, ja. So, Schütze haben wir hier noch mit drin und der Dienstag, es könnte auch sein, dass du dienstags immer Homeoffice machst, ne? Das habe ich hier auch drin, oder dass du dienstags immer zum Sport gehst oder dienstags kochst du dir mal ein Ei oder weiß was ich, ja. Das könnte auch noch ein Impuls sein. Und wir haben hier zweimal die Farbe Grün und Gelb. Und ich habe hier einmal das Herzchakra, ja, was für den einen oder anderen wichtig ist. Das heißt, hier könnte eine Blockade gelöst werden. Vielleicht hast du auch in den letzten Tagen immer wieder Chakrenmeditation gemacht. Das könnte hier jetzt auch seine Wirkung zeigen, ja. Und ja, die Farbe Grün und Gelb könnte für dich am heutigen Tage eben auch wichtig sein. So, wir haben zwei Krafttiere, die Zufriedenheit und das Opossum. Das Opossum war auch schon in der Wochenenergie mit drin. Und da habe ich wirklich das Gefühl, dass es hier um eine gewisse Strategie geht, um zu deiner Zufriedenheit zu kommen, ja. Und hier darfst du dir auch ein bisschen Zeit nehmen, um gewisse Dinge zu planen. Ja, vielleicht liegt ja auch eine Planung oder eben auch eine finanzielle Strategie da, damit du hier aus deinen Sorgen kommst. Ja, und der Waschbär sagt eben, verbinde dich mit dem Sein, alles ist gut, so wie es ist, reinige dich und bleibe bei dir selbst. Das ist das, was ich vorhin auch schon gesagt habe. Und es geht hier wirklich darum, dass hier die Dinge sich zum Positiven entwickeln, auch wenn du das vielleicht am Anfang des Tages jetzt noch gar nicht so sehen kannst, ja. Du wirst hier auf jeden Fall in deine Zufriedenheit kommen und für die einen oder anderen kann es wirklich wichtig sein, dass du häufiger reinigst, ja, dein Energiefeld reinigst, deine Häuslichkeiten reinigst, dich selber reinigst, ja, vielleicht hast du dich gehen lassen in der letzten Zeit. Auch das könnte hier für den einen oder anderen, habe ich eher eine kleinere Reisegruppe, aber, oder auch nur eine Person, aber das könnte wichtig sein, ja. Dann heißt es auch, so wie du dich fühlst, so ja, was du so auch aus dir machst, ja, das spiegelt sich natürlich auch nach außen. Und hier ist es wirklich wichtig, dass du für dich auch eine gewisse Strategie hast, um hier wieder in deine Zufriedenheit zu kommen. Mache nicht alles auf einmal, weil das könnte dich überfordern, ja, das habe ich ja auch mit drin, sondern Step by Step. Das ist auch noch ganz wichtig. So, aber grundsätzlich ist es kein schlechter Tag. Außer jetzt mit diesem Rückengedöns. Da bin ich auch tatsächlich sehr gespannt, weil ich zur Physiotherapie heute gehe und tatsächlich das letzte Mal das gar nicht so geil war und mir auch alles wehtat und irgendwie stelle ich mich gerade auch darauf ein. ja, aber gut, es verschwindet ja auch wieder, ne? So, wir haben hier das S und wir haben das T. Das sind Buchstaben, die für dich auf jeden Fall wichtig sein können, ja. Das bekomme ich hier auch noch mit rein. Und wir haben hier auch so SOS. Also du hast vielleicht auch nach SOS gerufen, also nach Hilfe gebeten, also zum Universum, ja, um Hilfe gebeten. Und diese bekommst du jetzt auch am heutigen Tag, ja.
So, hier haben wir den Schlüssel mit dem Verknoteten, das heißt, dieser Knoten löst sich. Ja, du bekommst hier die Möglichkeit, ein altes Kapitel abzuschließen am heutigen Tag. Auch gewisse Trigger, ja, könnten hier eine Rolle spielen, wo du aber wirklich bei dir selber bleiben sollst, denn es ist alles gut, die Sorgen lösen sich auf. Ja, hier haben wir nochmal den Herzschlag und es gibt tatsächlich auch im EKG eine ST-Linie. Also es könnte auch sein, dass der ein oder andere wirklich so ein bisschen mit dem Herzen hier Probleme hat oder dass du auch merkst, okay, irgendwie du hast öfter mal erhöhten Blutdruck oder auch einen erhöhten Herzschlag, ja. Da wäre es auch wirklich mal ratsam, das mal checken zu lassen, ja. Das habe ich jetzt als kleinen Hinweis mit drin. Aber ansonsten geht es ja eigentlich darum, dass ich das Gefühl habe, dein Herz wird leichter und höherer vor allen Dingen auch auf dein Herz am heutigen Tage. Was sagt dir dein Herz? Was sagt dir dein Bauchgefühl? Was sagt dir deine Intuition? Ja, das ist auch nochmal ganz wichtig. Gerade wenn da vielleicht auch ein Angebot kommt von jemandem aus der Vergangenheit. Wir haben hier das Schicksalskreuz. Das Ganze ist hier wirklich beschützt. Ja, das richtige Maß ist hier wichtig. Also in allen Angelegenheiten habe ich hier wirklich versucht, dich in der Balance zu halten, in der Mitte zu halten. Und das richtige Maß zu finden, dass du auch nicht zu viel, zu schnell willst. Ne? Zum Beispiel, wenn es dir hier ins Kreuz schießt, dass du da nicht dann Vollgas machst und sagst, ich lasse mich davon jetzt aber nicht irritieren, sondern gönne dir dann auch ein bisschen den Rückzug und passe da so ein bisschen auch auf dich auf. Weil auch so, wie du mit dir umgehst, ist ganz, ganz wichtig. Schau da, dass du dich nicht überforderst jetzt am heutigen Tag, ja? Dann haben wir hier das kleine Schaukelpferd sozusagen und da habe ich auch das Gefühl, dass es hier um einen Neubeginn geht und auch eventuell um eine Bewegung, die eben sehr, sehr in sehr, sehr kleinen und langsamen Schritten geschieht, ja, zur Heilung, zur Verbesserung, zur Sorglosigkeit. Hier haben wir noch die Schlange. Und da habe ich das Gefühl, dass diese Verwicklungen, Verstrickungen jetzt in die Auflösung gehen, ja. Es hat sich hier vielleicht auch etwas lange hingezogen. Diese Wartezeit ist jetzt vorbei. Das haben wir ja auch als Botschaft mit drin. Und gleichzeitig bekomme ich hier auch die Heilung nochmal mit rein. Auch tatsächlich, wenn du irgendwas hast, wo du sagst, ich nehme da irgendwas ein, ja, das richtige Maß ist wichtig, auch bei Vitaminen und sowas. Achte da so ein bisschen drauf, gerade am heutigen Tag, weil ich habe ja auch schon so, es könnte ein bisschen auf den Kreislauf schlagen, ja. Das haben wir hier auch eben mit drin. Also da ein bisschen aufpassen. Aber sonst sieht das hier wirklich gut aus. Es kann auch sein tatsächlich, dass dir eine Freundin heute zur Seite steht, dass eine Freundin hier dir auch sozusagen die Sorgen nimmt, ja, dir Hilfe leistet, dir zuhört. Auch das haben wir hier noch mit drin. Und du wirst dich Richtung Abend wirklich dort befinden, ja, in Richtung Zufriedenheit und du wirst vielleicht sogar auch eine Strategie ausarbeiten, wie du deine Situation verbessern kannst und wie du aus einem Stillstand, aus einem Ende wieder rauskommst, ja. Manchmal fühlt man sich ja total am Ende und ja, das ist manchmal nicht ganz einfach, ne? Für den einen oder anderen kann es auch tatsächlich mit einer Kündigung zusammenhängen, ja, dass du auch darüber dir Gedanken machst, dass das passiert ist, ja, dass du gekündigt worden bist und jetzt kommt ein neues Angebot und irgendwie machst du dir da Sorgen, das kommt mir auch rein, ja, brauchst du aber nicht. Du wirst zufrieden sein, ja, es ist was Vertrauenswürdiges. Das Einzige ist es wirklich, wenn du so Nachrichten bekommst, so von fremden Menschen, die dich nach Geld fragen, ne? Da musst du ein bisschen aufpassen. Da könnte wirklich ein finanzieller Betrug liegen oder solche E-Mails, die man da kriegt, wo man sagt, hier drück mal den Link, ne? Und dann bist du voll in eine Falle getappt. Da musst du ein bisschen aufpassen. Aber sonst ist es hier alles soweit gut. Sorgen gehen in Richtung Verschwindibus, ne? Ja, ihr Lieben, damit lasse ich es auch bestehen. Ich wünsche euch in diesem Sinne auf jeden Fall einen wunderschönen Tag. Bleibt alle gesund, passt gut auf euch auf und für alle die, die schon mit ihrem Rücken oder mit irgendwas anderem Probleme haben, ich wünsche euch auf jeden Fall gute Besserung, schnelle Genesung und ja, macht's gut, ihr Lieben. Ich drücke euch und ich sage Tschüssi, bis zum nächsten Orakel.